Unsicherheiten überwinden, sofort mehr Selbstvertrauen. Hallo, hallo, mein Name ist Karin Klein, Körpertherapeutin mit dem anderen Blick. Ja, der andere Blick, das ist der leichte Silberblick, aber das sind auch die Dinge, die ich sehe, die andere Leute so nicht wahrnehmen können. Und hier auf dem YouTube Zeitgeist Tarot Account bekommt ihr fast ein persönliches Coaching. Fast ein persönliches Coaching zu diversen Lebensthemen und heute eben das Thema Selbstvertrauen. Weil wir können es alle gebrauchen. Jeder kann so ein bisschen Boost Selbstvertrauen gebrauchen. Und ich lege mit den Tarotkarten die Message, ich lese aus den Tarotkarten die Message, was du jetzt tun kannst oder was du in den Situationen tun kannst, in denen du dir mehr Selbstvertrauen wünscht. Es ist natürlich eine allgemeine Legung. Das bedeutet, dass ich davon ausgehe, dass es nicht zu 100% passen kann. Wobei viele meiner Klienten mir dann erzählen oder meine Abonnenten mir erzählen, dass es dann doch so ist, weil die Tarotkarten quasi so die unterliegende Botschaft halt rausziehen. Aber wenn du es ganz persönlich wissen möchtest, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt nicht so hundertprozentig dein Thema, dann schau dir gerne die anderen Legungen an und wenn du es persönlich brauchst, dann buche gerne eine persönliche Legung oder ein persönliches Coaching. Alle Informationen findest du unten in der Beschreibung. So, ich lege jetzt erstmal die Karten aus und wenn du schon mal hier warst, dann herzlich willkommen zurück. Und dann weißt du auch, dass ich die Karten gerne in Doppelpack, also in Zweierkombinationen lege. Und wenn du das erste Mal hier bist, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du auf das Video geklickt hast und dir anschaust, wie du mehr Selbstvertrauen bekommen kannst. So, wir haben die vier Stäbe und den Ritter der Scheiben. Finde ich ganz spannend, weil der Ritter der Scheiben lag ja eben schon oben auf. Aber ihr habt ja mitbekommen, ich habe die Karten nochmal gemischt. So, was kannst du tun, um sofort mehr Selbstvertrauen zu bekommen? Die Botschaft der Karten, und bei mir gibt es kein Sugarcoating, ich sage dir immer, was ich in den Karten sehe. Und ich sage dir auch immer, was ich in meinen Coachings tatsächlich dann als Rat gebe oder die Tools, die ich in meinen Coachings benutze, bekommt ihr auch hier in dieser Serie. Sofort mehr Selbstvertrauen bekommst du, wenn du dich zurückbesinnst auf das, was dich wirklich begeistert. Wenn du dir erlaubst, mehr Freude an der Situation zu haben. Okay, ist nicht immer so leicht, I understand, ich verstehe das. Vor allem mit dem Ritter der Scheiben hier sehen wir, dass es ja nicht immer so schnell geht, aber mit der Übung, und das ist das die Botschaft hier von der Karte, je öfter du das tust, je öfter du dich in Situationen deines Lebens daran erinnerst, wie schön diese Situation sein kann, wie spaßig, wie abenteuerlich diese Situation sein kann, dann wirst du mit der Zeit lernen, diese Situation mehr zu genießen. Und wenn du die Situation mehr genießt, wenn du mehr Freude quasi an dieser Situation hast, dann wirst du auch mehr Selbstvertrauen gewinnen. Wie können wir das jetzt auf eine Situation beziehen, wo Selbstvertrauen nicht unbedingt da ist? Nehmen wir zum Beispiel eine Situation von einer Gehaltsverhandlung. Oh Gott, wir geben jetzt mich hier auf sehr dünnes Eis, aber ich versuche es jetzt einfach mal, dass das Bild kam. Dementsprechend nehme ich es auf. Die Gehaltsverhandlung. In der ersten Gehaltsverhandlung bist du vielleicht extrem nervös und komplett unsicher und weißt gar nicht, wie du das angehen sollst. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt schon die 5er-Variante. Also ich bin über 50 Jahre alt und ich weiß, dass so viel sich verändern kann. Und ich erinnere mich natürlich auch an meine erste Gehaltsverhandlung und da war irgendwie so, wenn das nicht klappt, dann geht die Welt unter und es ist ganz schlimm und wenn ich diesen Job nicht bekomme oder wenn ich die Gehaltserhöhung in diesem Job, den ich schon habe, nicht bekomme, dann geht die Welt unter. Ja, nein, es gibt so viele Dinge, das sehen wir vielleicht hier später nochmal in den Karten. Die Dinge entwickeln sich und vielleicht bist du auch nicht mehr gerade vom letzten Regen, wie der Franzose sagt. Also vielleicht hast du auch schon ein paar Jährchen auf dieser Welt verbracht und hast diese Erfahrung gemacht, dass eben Dinge sich weiterentwickeln und dass es nie das Ende ist. Dass es einfach nie das Ende ist, bis wir wirklich den letzten Atemzug nehmen. So, zurück zu der Gehaltsverhandlung. Dann bist du vielleicht sehr, sehr aufgeregt. Aber wenn du dir erlaubst, es etwas spielerischer zu sehen und zu sagen, okay, das ist jetzt meine erste Gehaltsverhandlung, ich gucke mal, wie das ist. Ich probiere mal das eine und ich probiere mal das andere aus.
Und schau einfach mal, wie wird denn reagiert? Was passiert denn auf der anderen Seite? Wie kommen wir denn da zueinander? Also auch wirklich diesen etwas lernenden Prozess und dir da Zeit zu lassen. Das ist wiederum der Aspekt von Zeit lassen im kompletten Lebensverlauf sozusagen. Aber in der Situation, dich vielleicht auch von außen zu betrachten und dadurch etwas mehr Spielraum zu bekommen und etwas mehr Abenteuerlust auf. Was passiert denn da? Was macht das mit mir? Was macht das mit dem anderen, wenn ich das so und so sage? Und dann auch zu wissen, naja gut, das war jetzt ein Trainingsfall. Entweder es gelingt dir, ehrlich gesagt, wenn du diese Freude hast, dann wird es dir höchstwahrscheinlich gelingen. Und wenn die Freude halt noch nicht so ganz da ist, weil diese Abenteuerlust in der Situation noch nicht ganz vorhanden ist, dann wird es vielleicht beim nächsten oder beim übernächsten Mal gelingen. Also wie gesagt, lass dir Zeit an der Stelle, aber die wichtige Botschaft ist mehr Freude, mehr Spaß an den Situationen. So, und ich muss jetzt mal gerade kurz anhalten, mein Licht ist nämlich ausgegangen. So, da bin ich wieder mit dieses Mal die Hohepriesterin und der Page der Kelche. In der umgedrehten Variation. So, viele lesen die umgedrehten Karten als das Gegenteil. Ich lese sie die meiste Zeit als die Botschaft der Karte für dein Innenleben. Weniger im Außen als für dein Innenleben. Und das passt ja ganz gut zu diesem Thema, Unsicherheiten überwinden, sofort mehr Selbstvertrauen zu haben. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die wir eben hatten, aber noch mehr in so ein bisschen eine spirituelle Richtung. Sowohl eine spirituelle als auch eine kindlichere Richtung. Dein inneres Wissen, nennen wir es deine Seele, dein höheres Selbst, das, was größer ist als du selbst, das, was größer ist als diese Situationen in deinem Leben, in denen du dich unsicher fühlst. Das weiß ganz genau, dieser Teil weiß ganz genau, dass es gar keinen Grund gibt, unsicher zu sein. Und dieser Anteil hat auch etwas sehr Jugendliches, also im Sinne von das Leben noch neugierig aufnehmend. Ja? Und das ist dieser Aspekt, den die Karten gerade benennen, dass du mehr Selbstvertrauen gewinnen kannst, wenn du dich dieser, naja, nennen wir es höhere Macht, ist es jetzt nicht unbedingt das, was gemeint ist, weil es ist wirklich dein innerer Anteil, deine Seele, wenn ich jetzt so spirituell hier sprechen darf, dein höheres Selbst, wenn du dich da mehr drauf verlässt, wenn du dich da mehr hineinbegibst und das Ganze auch nochmal in eine andere Perspektive bringst, von wegen, ja, wir sind so klein, so klitzeklein, wenn wir das ganz große Universum betrachten und auch die Situation, in der du unsicher bist, ist so klitzeklein im Vergleich zu deinem ganzen Leben. Und dich in diese höhere Macht, die ja du selbst bist, auch wenn wir es auf einer religiösen Ebene betrachten möchten. Gott ist in dir, wenn das mit dir resoniert. Gott ist in dir und wenn du dich in diese höhere Macht, in dir selbst, deine Seele, Gott, das Universum, was auch immer, wie du das übersetzen möchtest, hineinfließen lassen kannst. Also wirklich als in diese universelle Umarmung von, da ist was Größeres. Dann bekommst du auch automatisch mehr Selbstvertrauen, weil dir klar wird, es gibt gar keinen Grund, so unsicher zu sein in dieser Situation. Es gibt gar keinen Grund, weil es so klein, so minimal ist im Vergleich zu deinem ganzen Leben. Also da wirklich der Rat, dich mit diesem spirituellen Teil von dir selbst zu verbinden. So, das nächste sind die 10 Scheiben und die 4 Scheiben. Ich halte dir erstmal in die Kamera, dass du die Karten gut sehen kannst. Okay. Aber auch da wiederum auf den Kopf gefallen. Ich mag ja diesen Ausdruck, die Karten sind auf den Kopf gefallen. Die Botschaft hier, mehr Selbstvertrauen, halte nicht so sehr fest an dem, was aus der Situation rauskommt. Da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Beispiel von der Gehaltsverhandlung. So langsam habe ich das Gefühl, das Beispiel beißt mich so ein bisschen in den Popo. Aber du hast vielleicht ein Gefühl für das, was ich jetzt gerade sagen möchte. Also halte dich nicht so sehr fest an dem Ergebnis.
je offener, und das hat sich ja jetzt auch in den anderen Karten schon gezeigt, je offener du bist für dich selbst, für dein höheres Selbst, für das Ergebnis der Situation, desto leichter fällt es dir, selbst sicher zu sein, desto leichter fällt dir, das Selbstvertrauen zu haben, weil das Vertrauen ist dann nicht nur in dich selbst, sondern das Vertrauen ist auf einer höheren, auf einer spirituelleren Ebene, dass alles gut wird. Aber du bist nicht in diesem kleinen Universum, also in diesem großen Universum, diese kleine Person, bist nicht diejenige oder derjenige, der das Ergebnis bestimmen muss. Ja, natürlich, wenn wir Dinge erreichen wollen, dann hilft Visualisieren und dann hilft auch Wünschen und das ganze Materialisieren ist ja ein ganz, ganz großes Thema, auch auf Social Media. Aber je weniger du wirklich auf dieses präzise Ergebnis aus bist, je weniger du sagst, okay, den Mann, den ich mir da materialisiere, der muss unbedingt 1,93 Meter sein und eine Schuhgröße von 43 haben. Ja, was ist, wenn der jetzt eine Schuhgröße 42 hat? Okay, also das ist als Beispiel für dieses verhaftet sein in das Ergebnis. Das ist keine gute Idee, sagen dir die Karten hier. Und je weniger du das so stark für dich festhältst, je weniger krass du das verankerst in dir, je offener du bist für das, was das Universum dir geben kann, desto selbstsicherer kannst du sein, desto mehr kannst du dem vertrauen. Das schließt so ein bisschen den Kreis zu dem, was wir eben hatten. Es braucht ein bisschen Zeit, das zu lernen. Selbstvertrauen sofort kann passieren, wenn du dir dieses Urvertrauen mehr holst, in dem, das sind ja die zentralen Karten hier, mit der Hohepriesterin, die darstellt dein inneres Wissen, dein inneres göttliches Dasein, das dich so umarmt und dir sagt, okay, es wird alles gut, wir kümmern uns schon. Das gibt dieses Selbstvertrauen. Und der ganz konkrete Tipp ist, sei nicht verhaftet, halte nicht so stark fest an dem Ergebnis, sondern wenn du visualisierst und wenn du materialisierst oder wenn du betest für etwas, dann setzt diesen Satz hinzu, das oder besser. Und das ist das, was dir helfen kann, dieses Selbstvertrauen mehr zu bekommen. So, und dann haben wir zuletzt die Königin der Scheiben und die sechs Kelche. Königin der Scheiben und die sechs Kelche. Den Blick zurück auf dein Leben. Es ist nicht umsonst, dass ich eben schon gesagt habe, so bei mir gibt es schon die Fünfer-Version. Da ist sehr viel Lebenserfahrung dahinter. Und vielleicht hast du schon auch das eine oder andere Jahrzehnt hinter dich gebracht auf dieser Erde und kannst zurückschauen auf, wie unsicher waren wir denn früher? Was haben wir denn, wie unsicher waren wir zum Beispiel in der Teenagerzeit oder in der Kindheit? Oder vielleicht sogar noch als junge Erwachsene und mit der Erfahrung, was dargestellt wird von der Königin der Scheiben, die so sehr in sich ruht, die sehr, sehr angekommen ist auf dieser Welt, in sich selbst. Die Erinnerung an, ach, was war das damals? Was habe ich mich da aufgeregt? Was war das so lächerlich? Und diese Perspektive auf deine Jetzt-Situation zu bekommen, es gibt keinen Grund, warum du dich so aufregst. Denn das ist, wie gesagt, es kann durchaus sein. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es keine Situation in deinem Leben gibt, wo es nicht einen Grund geben könnte, unsicher zu sein. Aber dann sprechen wir hier von sehr, sehr persönlichen Sachen und das ist eine allgemeine Legung. Und die Karten sprechen hier in diesem grundsätzlich gibt es keinen Grund, dass du unsicher bist. Und da zurückzublicken auf diese Situation, wo du unsicher warst, wo du im Nachhinein sagen kannst, naja, stimmt, es gab da damals wirklich keinen Grund. Oder ja, ich habe mir den Grund eingebildet, aber eigentlich hätte ich der Lehrerin damals schon sagen können, naja, aber meine Arbeit war doch gut. Oder die erste Freundin, es gab keinen Grund, warum ich vor dem ersten Kuss aufgeregt war, weil ich bin der tollste Küsser auf der ganzen Welt. Das weiß ich doch. Das haben mir jetzt die anderen Frauen, die ich danach geküsst habe, alle gesagt. Also solche Sachen, dass du quasi die Perspektive bekommst auf die Unsicherheiten von damals
und dir klar machen, naja, jetzt ist wieder so eine Situation. Jetzt ist die Situation, die ich dann in 3 Monaten, in 5 Jahren, in 20 Jahren betrachten werde und sage, gab ja gar keinen Grund. Und dann dieses Vertrauen an der Stelle wieder zu haben, dich in das Größere, in dieses Spirituelle, in dein spirituelles Sein zurückfallen lassen kannst, dich wirklich in dieser Vertrauensübung, ne, wenn man sich so zurückfallen lässt und jemand fängt einen auf, dein inneres Selbst, dein höheres Selbst, deine Seele, das Göttliche in dir wird dich immer auffangen. Und das ist, glaube ich, hier so die größte oder intensivste Botschaft in den Karten, wie du sofort mehr Selbstvertrauen bekommen kannst, das Ganze quasi in Relation zu setzen. Das entspricht natürlich auch dem, was ich ganz häufig in meinen Coachings mache. Wir setzen die Dinge immer in eine andere Relation, in eine andere Perspektive. Da kommt auch wieder dieser andere Blick, den ich habe, zum Tragen, dass ich in Coachings das mit dem Body Reading sagen kann oder schon mal feststellen kann, welche Glaubenssätze die Person mitbringt, weil die Glaubenssätze verfestigen sich im Körper, das kann man ablesen, das geschulte Auge kann das ablesen und anhand dessen kann ich quasi mit Body Reading auch schon mal so ein bisschen voraussagen, wie die Person in bestimmten Situationen reagieren wird, um dann dieses Verhaltensrepertoire auch zu erweitern. Und ich glaube, das ist diese Botschaft hier, die wir ganz eindeutig heute hier in den Karten rausgearbeitet haben, die das Repertoire erweitern, indem einem klar wird, indem du dir klar machst, in den Situationen, wo du unsicher bist, das ist so eine kleine Situation. Und ich kann da mehr Spaß haben. Und es hat noch immer gut gegangen, wie der Kölner sagt. Und da diese Perspektive drauf zu bringen und dich da mehr in dein Vertrauen hineinfallen zu lassen und dieses Vertrauen in dieses Göttliche, in dieses Spirituelle wirkt sich auf dein tatsächlich menschliches Selbstvertrauen aus. Puh, okay, ich hoffe, es macht Sinn. Ich hoffe, es hilft vor allem. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du durchgehalten hast, dass du dir das ganze Video angeschaut hast. Wenn du Fragen, Kommentare dazu hast, bitte gerne reinschreiben. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du das Video likest, damit es auf YouTube vertrieben werden kann, also weiter verbreitet werden kann, dass ich mehr Abonnenten bekomme. Und somit auch mehr Menschen erreiche, weil das ist mein Ziel, mehr Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung zu animieren und darin zu unterstützen und zu helfen. Von daher herzlichen Dank, wenn du mich darin unterstützt und ich sende dir ganz, ganz viel Liebe von hier zu dir. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.